Ja, hallo Leute und damit willkommen zurück auf Secretive Simon und zu einem weiteren Redstone Tutorial. Heute möchte ich euch mal diesen kleinen Aufzug hier vorne zeigen. Und zwar ist das ein, ja, 2x4x2 großer Aufzug. Und wenn wir uns hier oben drauf stellen und diesen Button drücken, können wir einfach nach oben fahren in einer schönen Animation. Und was das da hinten ist, das ist ein mehrstöckiger Aufzug, der auch mit dieser Technik arbeitet. Allerdings muss ich da noch eine Etagenwahl reinbauen. Ja, wenn wir hier oben angekommen sind, können wir mit diesem Button auch einfach ganz simpel wieder runter. Und das Ganze, ja, besteht wirklich nur aus ein paar Blöcken, wie ihr hier schon sehen könnt. Und was ihr das dafür braucht und wie ihr den machen könnt, das zeige ich euch jetzt. Für das Ganze braucht ihr einmal 2 Observer, 2 Sticky Pistons, 4 Slimeblöcke, 2 Obsidian, 2 Buttons, 6 Redstone, 2 normale Pistons und ein Baumaterial eurer Wahl. Ja, anfangen tut ihr hier vorne, indem ihr einmal einen Obsidian platziert und die Observer an diesen beiden Stellen platziert, also einen hier unten und den anderen schräg davon. Davor dann zwei Slimeblöcke, hier einen Sticky Piston nach oben zeigend und hier einen nach unten. Da oben drauf dann zwei Slimeblöcke und hier an dieser Stelle ist dann euer Boden des Aufzugs. Das heißt, hier kann euer Boden sein, allerdings müsst ihr da aufpassen. Hier dürfen keine normalen Blöcke sein, da würde ich euch empfehlen, Öfen oder Notenblöcke hinzupacken. Ansonsten nehmen die Slimeblöcke nämlich, wenn der Aufzug nach oben fährt, die ganzen mit. Also hier an diese Stellen müsst ihr aufpassen. Weiter geht's dann mit der Ansteuerung und zwar fängt die hier unten an dieser Stelle. Und zwar packen wir dort einen normalen Piston hin, der dann hier mit einer kleinen Treppe nach oben verbunden wird. Ganz simpel und leicht. Und an dieser Stelle packen wir dann unseren ersten Button hin. Und damit kann unser Aufzug schon mal nach oben fahren. Allerdings würde ich den Button jetzt noch nicht betätigen, denn sonst, ja, würde euer Aufzug bis in die Unendlichkeit fahren und ihr werdet ihn nie wiedersehen. Also nach oben gehen, hier ein Obsidian hin und danach wieder die Blöcke entfernen. Hier müsst ihr auch aufpassen, dass ihr da keine Blöcke hinpackt, da ja dieses ganze Gerät beziehungsweise der Aufzug nach oben fährt und wenn da Blöcke im Weg sind, ja, bleibt er halt stehen. So, jetzt könnt ihr aber sicher den Button drücken, nachdem ihr über diesem Observer hier oben ein Obsidian platziert habt. Und nach einer kurzen Zeit, ja, sollte er hier ankommen und stoppen. Ja, mit dem Runterfahren ist das genau das gleiche, wieder den nächsten Piston hierhin und daneben dann einfach eine Line, ganz simpel, ganz leicht, mit drei Redstone drauf, einem Block drüber und eurem Button dran. Und schon seid ihr fertig. Ja, dann würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen kreativen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, auch ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.